Hallo, willkommen zu einer neuen Sendung von The Touch hier bei iTrends TV. Heute dreht sich alles wieder um das Palm Pre. In der heutigen Sendung möchte ich euch den App Store, den App-Katalog von Palm vorstellen. Momentan noch in der Beta-Phase, wird demnächst ja von Palm nachgebessert, damit auch ein größeres Sortiment an Applikationen zur Verfügung gestellt wird. Das ist momentan noch ein bisschen beschränkt. In der heutigen Sendung geht es mir mehr um die Navigation, wie ist der App-Katalog aufgebaut und was haben wir da in der Zukunft zu erwarten. Ja, die Startseite des App-Kataloges bietet euch einen Überblick über das, was momentan sehr beliebt ist. Da ist oben eine Zeile, die euch so eine aktuelle Auswahl anbietet. Dann könnt ihr blättern, euch die neuesten oder beliebtesten Kategorien anschauen. Beim Blättern habt ihr den Überblick hier Bücher, Business, Finanzen, Essen, Lifestyle und Musik. Ihr könnt euch so eine Tech Cloud anschauen, da seht ihr auch, was sehr populär ist. Dann könnt ihr euch die neuesten anschauen, das ist dann entsprechend sortiert. Die allerneuesten stehen oben und so weiter. Und da habt ihr die Möglichkeit, direkt auf die Applikationen zu klicken, Rezensionen durchzulesen, das entsprechend weiterzugeben, die Entwicklerseite zu öffnen und hier unten den Download zu starten. Also in der Hinsicht ist der App-Katalog eigentlich sehr einfach aufgebaut. Ihr habt die Möglichkeit, dann auch Bewertungen zu hinterlassen. Natürlich kann das Ganze noch nicht mit dem Apple iTunes Store oder dem Marketplace auf Android mitziehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da Palm in der Zukunft das Ganze wirklich so beleben wird, dass das ja was Vergleichbares anbietet. Momentan gibt es wirklich sehr, sehr wenige interessante Applikationen und ich bin wirklich gespannt, ob Entwickler auf die Plattformen der Zukunft aufspringen werden. Ja, das sollte es soweit zum App-Katalog vom Palm Pre sein. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze in der Zukunft weiterentwickelt. Wie immer findet ihr weiterführende Informationen zu unseren Sendungen in entsprechenden Artikeln auf unserer Internetseite und zwar unter www.portalscene.tv. Das ist der Link, der hier unten eingeblendet ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.